Tag, Servus, Moin und Hallo zum Donnergurgler. Hier geht's wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und ich habe mal wieder ein Auto dabei. Und zwar ist das ein Set von Sü. Die gehören irgendwie mit Sembo zusammen. Ganz habe ich das immer noch nicht gecheckt. Mal kommen die Sets von Sembo, mal von Sü. I don't know. Es ist ein Ford F1, um genau zu sein, ein Void. Also Void steht drauf. 5125 ist die Nummer aus der Serie Famous Car World und hat 332 Teile. Ist, ja, ich habe das Set über, es gibt bei AliExpress einen Händler, der nur so Autos hat und die kommen da ohne Verpackung in so einer Tüte. Und da hat das Ding 11,95 € inklusive Steuer, Versand und allem drum und dran gekostet. Ich schätze, dass man es, können wir uns gleich anschauen, aufgrund der Figuren in Deutschland nicht finden wird. Aber für mich war das jetzt ein Teilepreis von 3,5 Cent. Ich gebe jetzt keine Empfehlung aus. Ich habe bei dem Händler, der nur Autos verkauft, schon mehrere Sachen bestellt und habe bisher immer alles schön bekommen, ohne Probleme. Ob das immer so weitergeht, wird sich zeigen. Aber Stand heute kann ich nichts Negatives über den sagen. So, das ganze Set kommt mit einer Anleitung, wo von Sü auch nichts draufsteht. Also es ist nur hinten, ist ein QR-Code drauf. Da ist ganz klein das Sü-Logo drin. Und wenn man nach der Nummer googelt, landet man auch bei Sü. Landet man dann bei Your World of Building Bricks oder wie sie heißen, Your Wop, da ist es dann als Sü gekennzeichnet. Auf der AliExpress-Seite stehen da keine Hersteller und man kriegt sie in so einer Tüte. Die Anleitung ist dann da so mit in der Tüte und ich hatte 5 Autos bestellt und hatte dann so eine Schachtel mit lauter so Tüten. Hat sich schön angefühlt. Habe ich, glaube ich, auch in irgendeinem Haul-Video ist es, glaube ich, drin. Genau, es bleibt ein bisschen Gedönse übrig, was man hinten auf die Pritsche legen kann, damit man auch was zu transportieren hat. Und hier ist noch eine kleine Anleitung, klitzekleine Anleitung. Zeige ich euch gleich auf der anderen Kamera. Da kann man dann die Figuren zusammenbauen. Ist nicht weiter schwierig, weil die sind wie Lego zusammengebaut und sie ähneln den Lego-Figuren doch sehr. So. Aber schauen wir uns, genau, also hier hinten drauf sieht man ganz klein in dem QR-Code das S, für was das Logo von Sü ist. Wir haben einen Difficult-Index von 4 von 5. Es gibt mit diesem Set überhaupt keine Probleme. Auch die Anleitung, völlig okay. Gab es keine Probleme, selbst die Farben waren eigentlich schwarz und braun und so gut zu erkennen. Schauen wir uns die Figuren an. Ich hole sie mal raus. Oder sollen wir erst noch schnell messen, wie lang das Ding ist? Es ist ein 8 Satz breit. Das Ding hat durchaus eine stolze Länge von 16,8 cm. Eine Breite von Reifen zu Reifen von ungefähr 8 cm. Bisschen weniger. Und ist 7,5 cm hoch. Ich hole mal schnell die Figuren raus. Dann schauen wir uns die zuerst an. Oh, jetzt habe ich den gleich wieder was mit rausgerissen hier. Bild das wieder rein? Fragezeichen. Der Gangschalter ist rausgegangen. Ah, kriege ich jetzt nicht mehr so wirklich rein. Wo das jetzt rausgefallen ist, weiß ich gerade noch nicht. Wird sich zeigen. So. Okay. Figur. Wir haben einen Herrn und eine Dame. Und der Herr hat noch eine Schaufel dabei. So. Das sind die Figuren. Die machen tatsächlich einen guten Eindruck. Der Gesichtsdruck ist nicht mega gut. Wie ihr seht. Aber Körperteile eigentlich gut. Ich sehe gerade. Ja, ich revidiere meine Meinung, weil die hat einen Hüft,
Problem, sehe ich gerade. Genau, also ihr seht schon, die Figur hat ein leichtes Hüftproblem. Da müsste man vielleicht mal mit noch etwas mehr Kraft, als ich gerade in den Fingern habe, die zusammendrücken. Ansonsten ist es halt ein Farmer und seine Frau. Ja, sieht irgendwie also er, nee, er ist er. Ich habe keine Ahnung, was der da im Gesicht gerade für ein Problem hat. Ach, das soll ein Grübchen oder so sein. Sieht fast, als wäre der Druck nicht fertig, aber es sind Grübchen. So, dann von hinten. Es gibt keine Wände. Die Dame hat zumindest schon mal kein Wendegesicht. Und der Herr ein Wendegesicht. Der Herr hat auch kein Wendegesicht. So, Primel, Primel. Genau, von hinten auch unspektakulär, aber eben sehr nah an den Lego-Figuren dran. Man kann hinten aufnoppen, das ist schön. Und ja, wieso sie da jetzt so ein Problem hat, mag sich mir noch nicht ganz erschließen. Ihr seht, da ist einfach ein bisschen zu viel Abstand. Also die Figur, die geht auch echt streng. Irgendwie mag die nicht einklicken. Die Beine lassen sich echt schwer bewegen. Also die haben ein bisschen Spannung da drauf. Aber es ist doch schön, wenn bei einem Auto zu diesem Preis in der Größe zwei Figuren dabei sind, die okay sind. Okay. Dann. Der Pickup, den finde ich sehr witzig, weil schon überlegt, ob ich da hinten Thor Bro rein, nicht Thor Bro, sondern wie sie bei im Marvel-Film fahren sie ja dann zu dem, ja, den Thor abholen und da fahren sie mit so einem in Blau, glaube ich, und das würde sich vielleicht fast anbieten. Das Ding hat mir echt Spaß gemacht. Hier seht ihr, das ist der Void und nicht der Ford. Ah, jetzt weiß ich, wo die hier abfallen. Das sind die Seitenteile. So. Irgendwas fällt immer ab. Find den sehr getroffen. Man erkennt auch ohne Void, welches Auto das darstellen soll. Die Felgen sind so lala. Von unten ist es ja, mit so Plates aufgebaut. Der rollt richtig gut. Scheiben und so weiter, kleine Mikrokratzer, aber gar nicht schlimm. Auch die Fliesen eigentlich super. Teilequalität tatsächlich toll. Überhaupt keine Probleme. Es gibt auch keine Aufkleber bei dem Set. Alles, was drauf ist, sind wirklich Prints. Also sowohl das Kennzeichen, hier ein dickes Auspuffrohr. Reifen und drehen sich gut. Hier kann man die Pritsche kann man aufmachen. Dann hat man hier auch schön gefliest. Also das ist echt schön. Man kann die Türen aufmachen. Da ist jetzt nicht mega viel drin. Ich nehme mal noch das Dach ab. Dann könnte da einmal so. Ja, ist halt ein Lenkrad und in der Mitte ist ein Gangschalter, den ich jetzt gerade so halb rausgerupft hatte, deswegen ist der schief drin. Zwei Stühle, die Figuren passen da auch schön nebeneinander hin. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber jetzt werde ich wieder den Gangschalter rausreißen. Ja, ist schon passiert. Ja, einmal aufgenoppt. Fällt da die Tür ab. Los. Ich kann immer die Tetris-Musik nicht. Die würde jetzt ja passen. Bis ich die da drin habe. So, jetzt sind. Nee. Wenn man die Tür zumacht, dann muss man die Hände hochnehmen. Aber man kriegt die da rein. Das ist jetzt soweit gut. Und die Schaufel kann man dann hinten in den Pritschenwagen werfen. Ich glaube, Motorhaube konnte man nicht aufmachen. Da gab es, glaube ich, nichts. Ich reiß da mal an, ob was drunter ist. Nö. Ich finde den schön. Und das sind so, keine Ahnung, 12 Euro so ein dickes Auto. Das
sich auch im Verhältnis zu einem 8 Stats gut passt. Vielleicht ist er, wenn man es genau nimmt, wahrscheinlich sogar ein bisschen zu klein. Aber man sieht dann von, ja, das passt schon soweit. Er müsste, glaube ich, eigentlich, um Maßstab zu sein, noch ein bisschen größer sein. Ich hatte Spaß mit dem Ding. Die Teilequalität ist okay. Die Felgen gefallen mir nicht ganz so gut. Die Figuren, Gesichtsdruck so okay. Gehen streng auf und streng zu bewegen. Komisch ist, wie gesagt, dass man über diesen China-Händler Anleitungen bekommt, die nicht gebrandet sind. Es sind böse Figuren drin, deswegen sind sie natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was die Wahrscheinlichkeit betrifft, ob man sie eingeführt bekommt nach Deutschland. Aber ich hatte noch nie Probleme. Ich muss sagen, wenn jetzt mal irgendwann mal ein Set weg ist, weil Figuren drin sind, dann hat sich's über die Zeit jetzt schon, hat schon gepasst. Ich mag diese Dinger, den Void, und ja, wieder mal Autos bestellen. Könnt ihr noch eher empfehlen? Gibt es noch andere Sü-Modelle? Ich mag ja so Pritschenwägen. Macht Spaß. Das war der Donnergöngel für heute. Lasst es euch gut gehen. Klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.